machen Zwerwalepse. Magiuratschers Sequarulis Pakis. Der fernen Gipfel magisch klang, von alter Sehnsucht kündet. Seat Popsantam. Die Sonne küsst das freie Land. In Gott es Frieden findet. Diese Zeilen aus einem uralten Volkslied begleiten uns auf unserer Reise in den großen Kaukasus. Ins Land der tiefsten christlichen Wurzeln und des starken Glaubens. Nach Georgien. Eine Woche vor Ostern. Wir sind in Kareli, einer kleinen Stadt mitten in Georgien. Wer glaubt, Fastenzeit sei Hungerzeit, wird in dieser Küche eines Besseren belehrt. Oma Nelly ist zusammen mit ihren Töchtern Anna und Nana schwer beschäftigt. Morgens schon, um 8 Uhr. Ich schneide schon mal Grünzeug, Oma. Wir haben genug Zeit, Anna. Es duftet nach Gewürzen und frischem Brot. Brauchst du die Schale noch, Anna? Lass stehen. Kachapuri ist unser georgisches Brot mit Käsefüllung. Einfacher Sauerteig, darauf der Käseklumpen. Er wird mit Teig umhüllt und später platt gedrückt. Am Ende machen wir daraus eine Art Fladenbrot, schön mit Butter beschmiert. Ein Haus ohne Kachapuri ist kein georgisches Haus. Und eine Küche ohne Vorspeisen, keine georgische Küche. Wir lieben es, viele kleine Gänge zuzubereiten. Vorspeisen, Hauptspeisen, immer wieder Zwischenspeisen, Dessert, jede Menge Kompott und natürlich Salat. Aber was schmeckt eigentlich am besten, Oma? Liebe. Mit Liebe zubereitet schmeckt alles. Familie Kobachidze ist eine der ältesten Dynastien im Dorf. Außer der Oma und ihren Töchtern lebt hier ihr Sohn Georgi mit seinen Mädels Meliko und Lika und Opa Nodari. Na, was steht in der Zeitung? Alles Mist, keine Helden mehr wie früher, wie unser berühmter Heeresführer Bagration. Soll ich den Tisch decken? Ja, sicher. 3 Generationen leben auf 80 Quadratmetern. Die kleine Neliko ist der Liebling der Familie. Künftige Chefin hier. Ein bisschen eng bei uns. Aber Großfamilien sind wichtig in Georgien. Für unsere Familie ist das am schönsten, unter einem Dach zusammenzuleben. Das gibt uns Halt und hilft, die Probleme des Alltags zu bewältigen. Wo soll ich es bloß hinstellen? Alles voll. Der Tisch biegt sich heute vor Köstlichkeiten. Ein bisschen liegt es aber auch daran, dass die Kobachidzes perfekte Gastgeber sein wollen. Für uns, Besucher aus dem fernen Deutschland. Das Gebet ist selbstverständlich. Georgis Familie ist religiös und seine Neliko soll eines Tages auch eine echte Christin werden. So, jetzt aber. Was zu trinken, Oma? Gib her. Der Alltag in Kareli ist beschaulich. Eine Woche vor Ostern erinnert noch nichts an das größte Fest der Christenheit im kleinsten Städtchen Georgiens.
7000 Seelen leben hier. Alles Selbstversorger. Wer nicht auf dem Feld ist, sucht Arbeit in der Stadt. Bis zu 40% der Menschen finden keine. Dann bleibt eben die Straße. Mit Nardi, dem beliebten Brettspiel. So ähnlich wie Backgammon bei uns. Kinos und Theater gibt's hier keine. Was soll man auch sonst tun? Immerhin, Kareli liegt an der Eisenbahn. Der Weg führt nach Tiflis, in die Hauptstadt. Aber der Zug fährt nur ein paar Mal am Tag. Wer es eilig hat, steigt lieber in sein Auto. Wie Georgi. Er ist auf dem Weg zur Universität in Tiflis. 90 Kilometer täglich hin und genauso viel zurück. Ich fahre diese Strecke gern. Auch wenn unsere Straßen wahrscheinlich mit euren in Deutschland nicht zu vergleichen sind. Aber wer seine Heimat liebt, dem machen die Schlaglöcher nichts aus. Und ich liebe meine Heimat, mein kleines Kareli. Georgien, 7 Flugstunden von Deutschland entfernt, liegt zwischen Russland im Norden und dem Iran, Aserbaidschan und der Türkei im Süden. Ein Land am Fuß des großen Kaukasus. So groß wie Bayern. Mit 7 Millionen Menschen, einer der ältesten Kulturen der Welt, der einzigartigen Sprache, die mit keiner anderen verwandt ist, und den unbeschreiblich schönen Landschaften. Nur eines hat Georgien selten: dauerhaften Frieden. Die Menschen hier sind müde von blutigen Konflikten, Unabhängigkeitskämpfen und Revolutionen. Zuletzt vom Krieg gegen Russland. Den Politikern vertraut man hier lange nicht mehr. Vielmehr ist es der Glaube an Gott, der den Menschen Halt gibt. Ein Glaube, der jetzt vor Ostern besonders intensiv zu spüren ist. 2 Stunden später erreichen wir Tiflis, auf Georgisch Tbilisi. 485 nach Christus wurde die Hauptstadt gegründet. Eine Wiege des christlichen Glaubens im Kaukasus. Heute ist der sogenannte Weidensonntag. Den kennen wir im Westen als Palmsonntag. Aber hier wachsen keine Palmen. Darum blühen die Geschäfte mit den Weidenzweigen. Weide als Symbol des Glücks. Aber nur, wenn sie gesegnet ist. Am liebsten vor der Sioni-Kirche, der ältesten der Stadt. Ruhig, meine Damen, nicht drängeln, ihr kommt alle dran. Hier, Väterchen, hier, meine Zweige, meine. Nee, zerstör mich, Allmächtige. Wie war es nochmal? Am Weidensonntag ist Jesus, glaube ich, nach Jerusalem gekommen. Und als er durch das Stadttor geritten ist, haben ihm die Menschen den Weg mit Palmzweigen ausgelegt. Stimmt's? Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Und für meinen kleinen Mimino das erste Mal in der Kirche. Wir feiern es zusammen mit der ganzen Familie. Wir besuchen, beglückwünschen und bekochen uns gegenseitig. Darauf freuen wir uns das ganze Jahr. Und am Ostermontag gehen wir zum Friedhof und gedenken der Verstorbenen.
Die Sioni-Kathedrale stammt aus dem 7. Jahrhundert. Sie ist nach dem Berg Zion in Jerusalem benannt. Die Kirche ist einer der heiligsten Plätze in Georgien. Sie verwahrt das heilige Kreuz der heiligen Nino, einer jungen Frau, die das Land christianisierte. Nino war eine christliche Heilerin. Als die Königin Georgiens im Sterben lag, rettete Nino sie mit ihren wunderbaren Heilkräften. Aus Dankbarkeit dafür machte das Königspaar das Christentum zur Staatsreligion im 4. Jahrhundert. Heute lernen wir hier ihn kennen. Geno, 15 Jahre alt. Er kommt auch aus Kareli hierher, mit seinem Vater Spartak. Es ist ein besonderer Tag für die beiden. Heute wird ihre Familie Patriarchwili sozusagen um ein männliches Wesen erweitert. Pünktlich eine Woche vor Ostern. Das kleine Waisenkind Ambrosi soll getauft werden. Dafür haben seine Betreuer nach Paten gesucht. Geno hat sich bereit erklärt. Auch wenn Ambrosi weiter im Waisenhaus bleibt, will Geno sein Leben lang für den Jungen da sein. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Ambrosi, ich segne dich und bitte Gott, dir immer beizustehen in deinem Leben. Amen. Folgen Sie. Durch die Übernahme der Patenschaft für den kleinen Ambrosi möchten Geno und sein Vater Gott danken. Dafür, dass auch er ihnen in schweren Zeiten geholfen hat. Ist doch toll. Jetzt haben wir einen Sohn mehr. Wir werden uns um ihn sorgen, als wäre er unser eigenes Kind. Wir danken Gott. Getauft geht der kleine Ambrosi als Christ zurück ins Waisenhaus. Seinen Paten Geno treffen wir später in Kareli wieder. Und ihn, Georgi, treffen wir jetzt schon wieder. Auf dem Weg zur Arbeit, zur Universität. 2500 junge Frauen und Männer studieren hier. Das uralte Tiflis ist hier eine junge Stadt. Fremdsprachen sind gefragt wie nie zuvor. Die meisten wollen im Westen weiterlernen und sind deswegen ehrgeizig. Ist das nicht auch eine Wissenschaft, eine Kunst, Schwerbände zwischen diesen Kategorien wie der Sarge Mohammeds, die nichts errechnet, eine Kunst ohne Werke? Eine Art Schach, Muskel oder Schach. Auch bei solchen Schachgängen ist eine besondere Bindung in der grauen Masse der Kirche. Eine Art Schachmusikel oder Schach. Ob diese Texte der Karriere in Deutschland helfen? Die jungen Damen sind jedenfalls fleißig. Georgis Job ist es, Brücken zu bauen. Brücken ins Ausland. Er arbeitet als Berater, zuständig für die internationalen Kontakte der Universität. Er war selbst mal im Westen, weiß, wie und wo man solche Kontakte am besten knüpft. Die Sprache ist das A und O, Mädels. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach ins Dekanat. Ich berate euch gern. Die Hoffnung, die kleine Welt des Seminarraums eines Tages hinter sich zu lassen und die große, weite Welt zu sehen, wer hat sie nicht?
Wir gehen in die Altstadt von Tiflis. Hier scheint die Zeit spätestens nach der Oktoberrevolution 1917 stehen geblieben zu sein. Heruntergekommen, mit einem fast morbiden Charme. Aber das Leben hat hier seinen eigenen, langsamen Rhythmus. Eine kleine Reise in die Vergangenheit, mitten in der modernen Millionenmetropole. Die hier wohnen, wissen Ruhe und Gelassenheit zu schätzen. Wir sind zurück in Kareli. Hier leeren sich gerade die Straßen. Denn es ist Mittagszeit. Neliko freut sich auf den süßen Kompott, den Oma Nelly aus ihrem Vorratskeller holt. Alles selbst gemacht? Natürlich. Für den Winter? Was haben Sie alles? Mirabellenkonfitüre, Pflaumenmarmelade, Stachelbeerenkompott. Meine geheimen Wintervorräte. Und am besten ist natürlich der Wein, unser eigener. Den kriegst du auch, Jungchen. Der Wein ist hier eine ernste Angelegenheit. Fast eine Frage der Identität. Denn jede Familie baut ihren eigenen Wein an. Jetzt im Frühling müssen die Rebstöcke gepflegt werden. Das ist Georgis Job. Ich schneide 5-6 cm ab und lasse maximal 2-3 Knospen am Zweig. So bekommt die Pflanze später größere und saftigere Trauben. Wein ist unser Nationalgetränk. Jeder hat seinen eigenen. Selbst Städter trinken nur ihren Wein, weil sie Verwandte auf dem Land oder selbst ein Grundstück irgendwo in den Bergen haben, wo sie Wein anbauen. Niemand kauft Wein im Laden. Dem Georgier schmeckt nur der Wein vom eigenen Berg. Auch die Kobachidzes haben ihren Weinberg außerhalb von Kareli. Georgi will ihn uns zeigen. Die Reise geht in den Norden. Unser Weinberg liegt in Südossetien, an der Grenze zu Russland, wo erst vor kurzem Krieg herrschte. Der Krieg gegen Russland. Eine schwere Zeit war das. Meine Frau war gerade hochschwanger. Georgien geriet einmal mehr zwischen die Fronten, wie so oft in unserer Geschichte. Ich denke, das liegt an der günstigen Lage des Landes. Zwischen Ost und West. Andere Länder wollen das Land kontrollieren. Und ein Land, das vom Krieg geschwächt ist, kann man besser kontrollieren. Jetzt ist der Krieg zwar vorbei, aber es stehen trotzdem überall Checkpoints. Es tut mir so leid, dass unser schöner Garten heute militärisches Sperrgebiet ist. Je nördlicher die Gegend, desto ärmer wird sie. Inzwischen nur noch Trampelpfade. Selbst für den geübten Fahrer wie Georgi manchmal ein fast unüberbrückbares Hindernis. Fast.
Die Reifen fressen sich im Schlamm fest. Kein Weiterkommen mehr. Aber so schnell haut Georgi nichts um. Wir vom Kamerateam packen mit an. Und so geht es mit vereinten Kräften nach einer halben Stunde doch noch weiter. Hinauf in die Berge. Kaum zu glauben, aber vor einiger Zeit rollten hier Panzer, flogen Kugeln. Viele Menschen kamen beim Krieg gegen Russland um. Viele sind seitdem auf der Flucht. Heute wird die Gegend immer noch von unsichtbaren russischen Schützen kontrolliert. Für uns, das westliche Kamerateam, diesmal ein wirklich unüberbrückbares Hindernis. Wir dürfen nicht weiter. Georgi reist allein. Mit unserer Handykamera filmt er heimlich das, was vom Dorf, in dem sein Garten war, übrig geblieben ist. Und erzählt, was er dabei fühlt. Ich möchte, dass mein Land endlich für immer zur Ruhe kommt. Wir Georgier wissen den Frieden zu schätzen, weil es kaum längere Zeiten gab, wo dieser Frieden herrschte. Der Krieg darf hier nie wieder passieren, auf unserem heiligen kaukasischen Boden. Nach 2 Stunden kommt Georgi wieder. Gemeinsam treten wir den Rückweg nach Kareli an. Zurück in die sichere Region Georgiens. Tage vor Ostern. Es ist Gründonnerstag. Hier in Georgien sauberer Donnerstag genannt. Für Geno, den wir als Taufpaten in der Kirche in Tiflis getroffen haben, ist das der letzte Tag vor der großen Meisterschaft. Er ist Ringer. Und Ringen ist für Georgien das, was Fußball für Deutschland ist. Nationalsport. Fast alle Jungs im Dorf sind in einem Ringerverein organisiert. Morgen am Karfreitag ist die Landesmeisterschaft. Heute wird in der ehemaligen sowjetischen Sporthalle zum letzten Mal fleißig trainiert. Ringen ist mein Leben. Es macht mich stark und selbstbewusst. Unter den Jungs in Kareli ist Geno der Größte. Er hat bisher alle auf die Matte geworfen. Sport hat ihm geholfen, sein Trauma zu verarbeiten. Vor 3 Jahren wurde Geno von Kriminellen entführt. Damals war er 12. 99 Tage musste er ausharren. In einem Erdloch. Erst als die Regierung sich einschaltete, gelang Genos Befreiung. Heute mag der Junge nicht mehr darüber reden. Aber Vater Spartak erinnert sich. Die Geiselnehmer riefen uns an und wollten Geld. Hier war es, an diesem Platz, wo heute Baustelle ist. Hier war Geno eingegraben. Erst mehrere Wochen nach der Entführung durfte er uns einen Brief schreiben. Ein Lebenszeichen mit den Worten: Bete zu Gott, dass ich bald wieder bei euch bin.
Ja, wusste ich, mein Junge lebt. Er hat überlebt. Nach 99 Tagen. Heute ist er stark, ein echter Sportler und Kämpfer. Mit Gottes Hilfe. Not macht erfinderisch. Für die Osterfeiertage wollen alle ihr Portemonnaie aufbessern. Sie verkauft Plastiktüten. Er Maschinenöl. Und für die Taxifahrer sind die Ostertage das Geschäft des Jahres. Übermorgen am Wochenende geht's endlich los. Einmal Kirche und zurück. Was für andere Erholung, ist für uns ein harter Job. Die Leute wollen alle zur Kirche. Danach trinken sie. Viel. Und da schlägt unsere Sternstunde. Da verdienen wir mehr als sonst im ganzen Monat. Das große Ostergeschäft. Nicht nur die Taxifahrer hoffen darauf, sondern außerhalb der Stadt auch die Hirten. Willkommen an der längsten Fleischtheke der Welt. Gut abgehangen unter freiem Himmel. Die Fastenzeit ist bald vorbei. Frischfleisch, soweit das Auge reicht. Und Geld in der Tasche ist. Schau hier, das beste Fleisch von der ganzen Autobahn. Alles frisch. Schauen Sie, mein Fleisch ist noch besser. Wie viel hättest du denn gern, hübscher Schmetterling? Wie viel zahlst du? Für dich, Hübsche, mein bestes Stück. Gar nichts? Frohe Ostern! Blöde Kuh. Die Preisgestaltung ist unterschiedlich und kundenorientiert, das heißt nach Augenmaß. Wer mir sympathisch kommt, der kriegt das Fleisch billiger. Die Fatzke aus der Stadt, die müssen mehr zahlen, die verdienen ja auch mehr. Gerechtigkeit muss sein. Nix hat sie gekauft, nix. Soll die doch selber ihr Fleisch essen. Hier ist man auch auf Großaufträge gut vorbereitet. In Georgis Haus geht's zivilisierter zu. Auch wenn dieses harmlose Schäflein von Georgis Familie bald ebenfalls verspeist wird. Vorher aber wird es hübsch herausgeputzt. Wir sind auf dem Markt von Kareli, zwei Straßen weiter. Georgis Frau Lika hat von Oma Nelly den Auftrag bekommen, Farbe zu besorgen. Zum Ostereierfärben. Von Lebensmittelchemie hat man hier am Fuß des großen Kaukasus noch nicht gehört. Die traditionelle Rotwurzel muss her. Hier, Mütterchen. Vergelt's Gott, Mädchen. Frohes Fest auch. Jedes Jahr dasselbe. Zu Hause in Oma Nellis Küche werden die Wurzeln mit Zwiebelschalen aufgekocht. Eierfärben ist traditionell Frauensache. Eine Aufgabe, die in Zukunft auch auf die kleine Neliko wartet.
Für Oma Nelly ist das alles Routine. Sie ist schon seit über 70 Jahren in ihrer Familie für das Ostereierfärben zuständig. Eine liebgewordene Pflicht. Am Kiosk vor Omas Fenster hat die Eiermafia das Sagen. Kennen Sie unser Osterspiel? Eiertitschen. Man schlägt gekochte Eier aneinander und eins geht aber kaputt. Dann haben Sie verloren. Aber nicht mit unseren Eiern. Damit können Sie gar nicht verlieren. Schauen Sie her, die sind aus Ton. Damit werden Sie garantiert Eier-Champion. Ganz schön raffiniert, was? Von solchen Betrügereien will Oma Nelly nichts wissen. Nach einer Stunde sind ihre echten Eier fertig. Grüne oder blaue Ostereier wie im Westen kennen die Georgier nicht. Nur rot ist erlaubt. Erinnerung an das Blut Christi. Nebenan macht Nana die Osternester hübsch. Ich schneide alle gelben, trockenen Halme raus, damit es schön grün aussieht. Hier kommen die Ostereier dann rein. Auch das ist Ostertradition. Nur das Beste soll auf den Tisch. Truthahn Fridolin. Mal eben in den Supermarkt Fleisch holen, das ist in Kareli nicht drin. Für die kleine Neliko gehören solche Szenen zum Alltag. Wer weiß, woher sein Fleisch kommt, sagt Opa Nodari, der hat mehr Achtung vor dem Leben und dem schmeckt auch das Essen besser. Karfreitag, in Georgien blutiger Freitag genannt. Mit dem Ringer Geno fahren wir zum traditionellen Osterringen. Für ihn ist Karfreitag Kampffreitag. Europa ist also drin, wenn wir gewinnen, ja, ganz sicher? Ja. Der Junge muss alles geben. Das macht er schon. Dann winkt Geno Europa. Hörst du, mein Junge? Wie viele Runden sind's noch mal? Der Verein fährt mit. Alle wollen Geno, die Hoffnung von Kareli, bei seinem großen Kampf unterstützen. Aus ganz Georgien kommen die Osterringer nach Tiflis. Er muss heute gewinnen, anders geht's nicht. Gott hat uns einmal geholfen, er wird es auch diesmal tun. Der Wettkampf geht über mehrere Runden. Geno ist zwar groß, aber jung. Der jüngste Ringer auf der Matte. Keine einfachen Voraussetzungen für den Sieg. Den Sieg, der für ihn so wichtig ist. Seit Geno aus Kareli vor 3 Jahren aus der Gefangenschaft befreit wurde, beschloss er, Ringer zu werden. Seitdem ist für ihn jeder Sieg im Sport auch ein persönlicher Sieg gegen sein Schicksal. Fast alle Fans in der Halle sind gegen den Außenseiter aus der Provinz. Angefeuert von Ragmila, der Mutter des Gegners. Mistkerl!
Nach 6 Runden schafft es Geno, bis ins Finale vorzudringen und gegen den amtierenden Meister anzutreten. Geno ist fast am Ende seiner Kräfte. Zeig's ihm! Mach den Dorftrottel platt! Geschafft. Nach 6 Stunden kennt Georgien einen neuen jungen Meister. Geno Patriashvili aus Kareli, dem kleinen Städtchen am Fuße des großen Kaukasus. Und die Zuschauer hat er auch auf seiner Seite. Außer Ragmila natürlich. Ich habe mein Bestes gegeben. Leicht war es echt nicht. Das ist das schönste Ostergeschenk für mich und meine ganze Familie. Samstagabend, der letzte Abend vor dem Ostergottesdienst. Die Kobachidzes machen sich schick für die Kirche. Und die Kirche wird schick für die Kobachidzes gemacht. Für Georgis Familie und das ganze Städtchen Kareli. Die heilige Messe beginnt bei Einbruch der Dunkelheit und dauert bis zum Sonnenaufgang. In Gebeten und Lesungen aus der Bibel wird die Auferstehung des Herrn zuerst meditativ vorbereitet. Die Luft ist dick vor lauter Weihrauch. Ausdauer ist gefragt. Die Gläubigen stehen bis zu 4-5 Stunden vor dem Altar. Fast alle Georgier sind in dieser Nacht im Gottesdienst. Ostern ist ein religiöses Fest, das in diesem Land wie ein Nationalfeiertag begangen wird. Erster Höhepunkt kurz vor Mitternacht. Die Prozession um die Kirche. Mit dem Metropoliten an der Spitze, dem Bischof der georgisch-orthodoxen Kirche. 3 Runden macht die Gemeinde traditionell mit ihm und anderen Priestern um die Kirche. Stunde später, Ankunft der heiligen Flamme aus Jerusalem. Ein Geistlicher ist kurz vor Ostern ins Heilige Land geflogen, um die Flamme von der berühmten Grabeskirche zu holen. Jetzt bringt er sie von Kirche zu Kirche, wie das olympische Feuer, und reicht sie an die Gläubigen weiter.
ewig soll sie mir leuchten. Danke, Herr, danke. Dann endlich ist es soweit. Christus ist auferstanden, ruft der Priester. Wahrhaftig auferstanden, antwortet fröhlich die Gemeinde. Bis in die frühen Morgenstunden. Ostersonntag, das höchste Fest des Jahres. Die Auferstehung Christi wird auch nach der Kirche weitergefeiert, im großen Kaukasus. Familie Kobachidze hat Freunde, Verwandte und Sänger eingeladen. Die ziehen von Haus, von Tisch zu Tisch, von Weinglas zu Weinglas. Meine Lieben, schön, dass wir alle beisammen sind. Den Frieden, den wir nicht so oft haben, darauf trinken wir. In solchen Zeiten erinnern sich die Georgier an eine alte Legende. Als Gott allen Völkern die Erde zuteilte, waren die Georgier zu spät dran. Der Herr fragte sie, warum sie zu spät seien. Die Georgier antworteten, sie hätten die ganze Zeit auf ihn angestoßen und auf sein Wohl getrunken. Gott war zufrieden und gab den Georgiern den Teil der Welt, den er für sich selbst reserviert hatte. Den schönsten, am Fuß des großen Kaukasus. Georgien.